Problem ist... Hitze macht die Flocken wirkungslos. Endlich was zu tun. Hier können wir uns ganz gesuge-mäßig um die Scheiß... Acht auf die Flocken, so, Wächter. Mal, ah, die Flockensäule wird schwächer. Nein. Nur noch ein aus, ja, es ist gut. Verrückter Mongo. Halt. Flockensäule wurde zerstört. Verpiss dich! Gut erledigt, mein Freund. Ja, wie soll ich langsam mal meinen? Voller Wurf, Wächter. Die Flockensäule wird schwächer. Oh, das war knapp. So, dann wollen wir mal aufnehmen jetzt. Die werden Bomben zerstören. Halt! Feind! Was fällt dir ein, uns aufzuhalten? Hopp, eine Flockensäule wurde zerstört! Die werden Bauchplätze staunen, sehen wir dich tun. Aua! Warum sahen sie mich nicht vor? Greife die Flockensäulen am besten von weitem an! Die Flockensäule wird schwächer! Nur noch ein Treffer! Kümmert euch doch mal drum! Noch ein Treffer. Ja, yeah, dann kümmern. Keine Chance. Ja, mal ein bisschen Gas geben jetzt. Denn hier ist es nämlich wieder so, dass wir jetzt hier. Wir haben jetzt ausgezeichnet. Fick dich jetzt, du Schwein! Flockensäule zerstört. So. Freunde, ihr seid frei. Wir müssen hier weg, bevor mehr Hexenkeulen kommen. Scheiße, keine Rüstung mehr. Freunde, dieser Nebel gefällt mir ganz und gar nicht. Dum, dum, dum. So. Dum, dum, dum. Scheiße. Pow! Kampf, schalte neue Angriffsmanöver frei, indem du weitere Gegner besiegst. So viel verrückte Mongo-Gegner! Junge! Entschuldigung. Ah, ich bin einfach nur happy. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? So fröhlich. Badass Mutter! Meine Brüder sind zwar gerettet, aber die Hexenkeulenkönigin lebt noch. Die Entführungen werden nicht enden. Und ihr nächstes Ziel ist wohl die Klause selbst. Das. Wir müssen uns vor der Hexenkeulenkönigin hüten. Sie ist sehr grausam und hinterlistig. Und gefällt dir meine Rüstung? Sieh sie dir näher an. Wenn man sieht. Ist es ein bisschen raffitückischer? Lässt sie auch nicht so leicht ownen. Ich glaube, die hat noch irgendwelche Tricks in der Hinterhand. Wenn ich mich recht entsinne. Du stoppst mich nicht! Scheiße, genau, das war die Hinterhand. Fuck. Ach komm, zerstör nicht deine eigene Rüstung, Junge. Okay, wir müssen ein bisschen Energie holen. Ja, ist in Ordnung. Ihr könnt kacken, ich weiß. So. Wir müssen ownen. Ich reiße dich in Stücke! Come on!
Deine Flockenbarriere ist zu stark. Halt! Verpiss dich! So, was haben wir hier holen? Endlich was zu tun. Ich das mache schon. Zack, das war ein krasse Manöver, Alter. Da kann man nichts gegen sagen, Alter. So, jetzt noch die Flammenklauen hinterher. Dass man ein bisschen schneller Leben verliert. Das wäre kein Problem für mich. Scheiße. Hör auf! Tu ich aber. Guck hier. Hoch. Okay. Badass. Endlich was zu tun. So los. Ich werde mich um den da kümmern. Oder ich werde den hier erstmal aufhalten, weil der eine Typ seine Aufgabe nicht erledigt. Das gibt's doch nicht. Das lass mich in Ruhe. So, komm mit. Ich kümmere mich um den hier. Du hast keine Chance, Jungäulchen. Jungäulchen? Bist du knuffig? Ist das selber eingefallen? Und die Flammenklauen sind wieder aktiviert. Zum Raum der Reine. Da fällt sie. Da fällt sie wie ein Stein. Und plups. Ich hätte diesen Sieg nicht geglaubt, kannst. Wenn ich ihn nicht selber miterlebt hätte. Dabei sollte mich nichts mehr überraschen. Nicht. Komm. Über diese Steierrollen. Bringen wir die Verwundeten zurück. Normalerweise müssten da eigentlich mehr Schneeäulen rumdödeln. Aber naja. In der Klause gab es viel zu besprechen. Fledermäusen und Hexenkräulen geht es nur um die Flocken. Die Pläne der Reinen waren wirklich weit gefasst. Dann trat der Einsiedler Cormac hervor. Du bist heute fantastisch geflogen, Shard. Dein Vater wäre stolz gewesen. Als die junge Eule den Schock verwunden hatte, fuhr er fort. Ja, ich war mit ihm in Parrock. Glaube die Lügen nicht. Er war mutig und kämpfte tapfer. Doch die Flocken der Keulen verwirren den Magen. Du hast es ja selbst gesehen. Wir glauben, ein Verräter ließ die Hexenkeulen herein und gab ihnen die Flocken. Aber Grettir verzieh sich das nie. Er legte seine Kampfklauen hier in diesem Kloster ab, um sie nie wieder anzulegen. Ich wollte seinem Beispiel folgen und sogar mit den Hexenkeulen verhandeln, die in der Eisöde leben. Doch hier sind sehr böse Mächte am Werk. Und ich scheiterte. Die Zeit ist für die Ideale deines Vaters offenbar noch nicht reif. Zog Cormac einen alten, aber prächtigen Satz Kampfklauen hervor. Hier, die gehörten ihm. Nimm sie und stelle mit ihnen den Frieden wieder her. Ja? Du hast Kampfstand Eisenkraft freischalt. Kaufe es dir in der Waffenkammer. Ich habe sie geschenkt bekommen und deswegen darf ich sie mal kaufen. Toll! Nein, meine Damen und Herren, das soll es erstmal wieder gewesen sein, weil ich muss nämlich gleich schon wieder die nächste Aufnahmesession starten und ich habe, wie gesagt, nicht so viel Speicherplatz übrig. Ich bedanke mich riesig fürs Zusehen. Ja, keine Ahnung, sind Sie hier aus den Schatzhöhle? Ja, ich will in den Schatzhöhle zurückkehren. Und da werden wir uns auch dann die Rüstung denieren, gönnen. Oder das können wir auch jetzt gerne machen, ist mir egal. Die werde ich brauchen. Ja, das kaufen wir gleich.
in your face. Durch Zusammen, Verteidigung, Angriff, Gesundheitsbonus, alles auf vollen Bulle. Gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal online. Tschaußen! Auf euer Skyline.